Kreuzstamm Christi meines Herrn, einstmals sehen wir dich verklärt, strahlend gleich dem Morgenstern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herr Jesus, Knecht Gottes, bestimmt zum Licht für die Völker, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gekommen ins Gefangene aus dem Kerker zu uns Gefangene aus dem Kerker der Sünde zu holen. Christe eleison. Christe eleison. Jesus in den Tod gegeben, das uns Leben bringt. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. Schau hin auf das Leiden deines Sohnes, richte uns wieder auf und schenke uns neues Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr: Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. So spricht Gott der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat, der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Heiliges Kreuz sei unsere Fahne, die uns führt durch Kraft und Blut, die uns halte, die uns mahne, treu zu
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Sei gegrüßt, du unser König. Als wir in die Ehre gingen, nahmst du allein dich unser an. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. 6 Tage vor dem Pascha-Fest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl, Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, den später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die ersten 3 Tage der Karwoche befassen sich im Evangelium mit dem Verrat des Judas. Judas, einer, der von Jesus als Apostel erwählt wurde, einer von den 12 Aposteln. Sicher war er ein guter Mann, sonst hätte ihn nicht Jesus in die Schar der Apostel genommen. Sicher hatte er die beste Absicht, Jesus zu folgen. Aber dass er dann doch zu seinem Verräter wurde, das hat sich nicht in einem einzigen Augenblick abgespielt, sondern das hat sicher auch einen Weg gehabt. Die erste Stufe dieses Weges, denke ich mir, war wohl der Glaubenszweifel. Ist er wirklich der Messias, dieser Jesus? Denken wir daran, dass auch für uns dasselbe gilt. Es könnte schon die erste Stufe zu einem verräterischen Verhalten gegenüber Jesus und seiner Kirche sein. Die Frage, ist er wirklich der Erlöser,
ist Jesus, der damals vor 2000 Jahren lebte, ist der wirklich der Sohn Gottes? Ist er wirklich Gott? Bei Judas war es der erste Schritt hin zu einem Verrat, der Glaubenszweifel. Schauen wir dazu, dass in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft nicht auch dieser Glaubenszweifel, den man ja vorfinden kann, nicht ein erster Schritt ist hin zu einer Abwendung von Jesus und von seiner Kirche. Wenn sich jemand von der Kirche trennt, austritt, dann wird meistens gesagt, nicht weil ich nicht mehr glaube, aber ich kann auch ohne die Kirche glauben. Man bestreitet, dass es doch ein Schritt ist zum Unglauben hin. Seien wir vorsichtig mit diesen Glaubenszweifeln, die vielleicht auch uns manchmal bewegen. Der Zweifel ist zwar manchmal gut, man muss Dinge zunächst einmal, die auftauchen, bezweifeln. Man muss sich Gewissheit verschaffen, ob das, was da neu kommt, wirklich was Gutes ist. Aber wenn schon feststeht, so wie bei Judas, dass dieser Jesus Wunder wirkt, wenn schon feststeht, dass er von Gott als seinem Vater spricht und dass er dem Vater gleich ist, wenn Judas das schon gehört hat und trotzdem in den Glaubenszweifel kommt, der dann zum Verrat führt, muss uns das zu denken geben. In den kommenden 2 Tagen wird dieser Verrat des Judas noch einmal ein Thema sein, bevor wir dann am Gründonnerstag eintreten in die heiligen 3 Tage, wo sich das Erlösungswerk abspielt, Tod und Auferstehung Jesu. Aber der Vorspann sozusagen ist der Judas mit seinem Glaubenszweifel und schließlich mit seinem Verrat. Beten wir für die Menschen, die im Glaubenszweifel leben. Beten wir für die, die die Kirche schon verlassen haben und damit ein Zeichen gesetzt haben, dass sie sich trennen von diesem Erlöser Jesus Christus. Beten wir für die vielen, die sich halb und halb nur zu Jesus bekennen. Wenn ich noch daran erinnern darf, dass Maria bei ihren Erscheinungen immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Menschen beten sollen und dass bei den Engelerscheinungen, den Marienerscheinungen in Fatima vorausgegangen sind, immer wieder davon die Rede war, betet und bringt Opfer für die Sünder, damit die Sünder nicht in der Sünde bleiben, sondern sich bekehren und dadurch zum Heil kommen. Das ist
auch ein Aufruf an uns alle. Gerade in dieser Karwoche dürfen wir um das Besondere beten, dass Menschen mehr und mehr zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und vielleicht müssen wir auch uns selber einschließen in dieses Gebet, damit wir nicht selber auch im Glaubenszweifel verharren oder uns hineinschlittern lassen durch andere. Gelobt sei Jesus Christus. Lasst uns zu Christus rufen, der gekommen ist, die Menschen zu retten. Für die Armen und alle, die auf der Schattenseite des Lebens gehen müssen, du erwählter Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die sich um Recht und Gerechtigkeit bemühen und sich für die Benachteiligten einsetzen, du erwählter Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Christen, die enttäuscht der Kirche den Rücken gekehrt haben, du, erwählter Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken und Leidenden, für die Menschen, die ihren Tod nahe sind, du, erwählter Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich auf die Feier der Gottesdienste in dieser Woche besonders vorbereiten, du, erwählter Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen und die, die um sie trauern, du, erwählter Gottes, wir bitten dich, erhöre uns. Auch die Messanliegen, das Messanliegen wollen wir in die Fürbitten hineinnehmen. Zeitlhofer Familie für verstorbenen Gatten und Vater zum Sterbeandenken. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist ein Freund der Menschen. Du willst unser Leben und unser Glück. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Singen wir die dritte Strophe. Das Kreuz zu Siegeszeichen, selig wer auf dich vertraut. Gepriesen bist du, Herr, unser Schöpfer der Welt, du schenkst. Betet nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Allmächtiger Gott, schau gnädig auf die heilige Gabe,
die wir feiern. Du hast deinen Sohn dahingegeben, um unsere Verurteilung aufzuheben. Schenke uns als Frucht seines Leidens das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geist. Erhebet die Herzen. Wir laden sie bei Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage, die seinem heilbringenden Leiden und seiner glorreichen Auferstehung geweiht sind. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind. Es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred
und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir wollen nun beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
undankbarer Stille haben wir noch beim Herrn sein dürfen, singen wir jetzt noch zum Abschluss die letzte Strophe, die vierte des Liedes auf Seite 65. Kreuz, du Denkmal seiner Leiden, präg uns seine Liebe ein, dass wir stets die Sünde meiden, stets gedenken seiner Pein. Sei mit Mund und Herz verehret, Kreuzstamm Christi meines Herrn. Einstmals sehen wir dich verklärt, strahlend gleich im Morgenstern. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du bist bei deinem Volk eingekehrt, hast durch die heiligen Geheimnisse in uns Wohnung genommen. Bleibe uns nahe und wache über uns, damit wir die Hingabe bewahren, die uns durch dein Erbarmen zuteil geworden ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, unser Vater, schau herab, gnädig auf deine Familie, für die unser Herr Jesus Christus sich freiwillig in die Hände der Sünder überliefert und die Marter des Kreuzes erduldet hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und verbleibe alle Zeit. Gehet hin in Frieden.